Hey meine Rabauken, herzlich willkommen zu Ein Noob spielt Clash of Clans. Wir befinden uns wieder in meinem Dorf, das letzte Video ist ja schon ein bisschen her. Tatsächlich konnte ich nicht mehr in meinen Account rein, ich habe da ein bisschen was verkackert, deswegen mussten wir neu anfangen. Ich habe mich aber schon wieder relativ weit gespielt. Leider müssen wir jetzt auch einen neuen Clan machen. Und das mache ich mal direkt am Anfang, da könnt ihr nämlich alle beitreten. Nö, mache ich doch am Ende. Bleibt ja spannend. Am Ende seht ihr, wie ihr beitreten könnt. Wir spielen nämlich ein neues Clash of Clans Event, meine Freunde. Da brauche ich eure Unterstützung. Vorher scheppern wir aber das Rathaus auf die 5. Boom. Und wir haben viele weitere Sachen freigeschaltet. Sehr, sehr schön. Am besten, wir holen erstmal unsere Quest, ja? Am besten, wir bauen erstmal alles, was wir jetzt neu freigeschaltet haben. Das ist nämlich ganz schön viel. Ich würde sagen, die sperren wir erstmal hier oben in die Ecke. Ich habe ja hier ein schönes Layout gemacht mit der Base. Das sieht ja alles picobello aus. Wir haben auch 5 Bauarbeiter. Immer sehr, sehr wichtig. Das weiß selbst ich als Clash of Clans Noob. Am Anfang immer schauen, dass ihr so viele Bauhütten, das sind diese Teile, so viele Bauhütten wie möglich baut. Denn damit könnt ihr zeitgleich mehrere Gebäude bauen. Ich kann quasi jetzt 5 mit einmal bauen. Das ist komplett OP, tatsächlich. Das ist OP. So, wir benutzen hier mal ein bisschen die Hilfe. Elixiersammler haben wir neu. Goldmine haben wir neu. Wir haben Jamelo im Hintergrund, der ein bisschen am Rummiauen ist neu. Eine Zauberfabrik neu. Guck mal, wie viel ich gleichzeitig bauen kann. Eine Kanone haben wir neu. Bupp, zack. Wir haben einen Bogenschützenturm neu. Bupp, bupp, bupp. Haben wir auch. Und wir haben den Magierturm jetzt neu als Verteidigung. Das sind alles Verteidigungsgegenstände. Wir haben außerdem neu die Bombe zweimal sogar. Platzieren wir direkt zweimal. Bob und Bob. Jede Menge Sachen, die wir jetzt bauen können. Aber ich werde mal einen Angriff starten. Und während ich fighte, erkläre ich euch das heutige Video. Wir haben nämlich die 1.000.000 Münzen Challenge. Das heißt, wir müssen 1.000.000 in der heutigen Episode verdienen. Und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ihr seht im Video auf jeden Fall einen Counter mit Geld, das wir verdient haben, also Gold. Und ihr müsst mir dabei helfen, denn ich gehöre zu Team Trees. Es gibt ein Charity-Event von Clash of Clans. Und ich bin bei Team Trees und wir treten an gegen Team Seas. Das Team, das am Ende gewinnt, es gibt sehr viele YouTuber und Streamer auf jeder Seite. Und das Team, das am Ende gewinnt, darf seinen Anteil des Geldes an die wohltätige Organisation spenden. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, wir haben 100.000 Dollar. Hat jetzt Team Trees gewonnen mit 70% des Goldes, dürfen sie 70% von 100.000 spenden, also 70.000 Dollar. Ein Dollar ist ein Baum, also 70.000 Bäume wären das als Beispiel. Oder für Team Seas, das ist aber nicht unser Team, aber die sind natürlich trotzdem geil, da ist ein Dollar ungefähr 2 Kilo Müll außen mehr rausfischen. Beides sehr, sehr geil. Wie könnt ihr also mich jetzt unterstützen? Das übelst Geile ist nämlich, und das ist wirklich das Krasse, wir machen einfach... Ich denke, wir haben genug Arzt, einfach noch einen Angriff zu machen. Das sehr, sehr Geile ist nämlich, passt mal auf, Leute, wenn wir gewinnen, und mit wir meine ich jetzt nicht Team Trees, sondern es gibt noch eine zusätzliche Creator-Rangliste. Das heißt, wenn ihr meinem Team beitretet, gehört ihr zu Team Banks. Und wenn Team Banks Platz 1 ist, gewinnt 50 Leute aus Team Banks ein exklusives Clash of Clans Goodie Pack. Plus gewinne ich einen Tesla im Wert von 50.000 Euro. Ich gewinne einen Tesla. Und den Tesla, das ist das. Leute, wenn das nicht ein Zeichen ist, ich weiß doch auch nicht, wir joken immer über Teslas rum. Wenn ich diesen Tesla gewinnen sollte, schenke ich den Elina. Versprochen. Das wäre so ein geiles Weihnachtsgeschenk. Elina kriegt von Clash of Clans von mir einen Tesla, Digga. Das wäre so lustig. Also Leute, alle mitmachen. Es wird episch. Wie könnt ihr mitmachen? Boom. Ach so, ich gewinne gar nicht. Egal, 2 Sterne reicht. Ich baue mal weiter meine Base aus, wenn ich das hier alles erzähle, ne? Ihr müsst Gold sammeln, tatsächlich. Die Rangliste besteht aus Gold. Welcher YouTuber hat am meisten Gold gesammelt mit seinem Team? Das heißt, es ist auch ganz, ganz wichtig. Auch natürlich die Profis sammeln natürlich viel Gold. Aber auch viele, viele Anfänger sammeln natürlich auch gemeinsam viel Gold. Ist klar, weil es mehr Leute sind, ne? Also jede Stimme zählt hier. Wie könnt ihr jetzt für mich Gold sammeln? Ganz einfach, ihr scannt entweder jetzt den QR-Code, der im Video angezeigt wird, oder ihr klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Wichtig ist, das muss auf dem Gerät passieren, auf dem ihr
Clash of Clans installiert habt und eure Supercell-ID verknüpft habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Es muss installiert sein, Supercell-ID muss verknüpft sein und dann drückt ihr auf den Link oder den QR-Code. Das ist die Reihenfolge. Nicht anders, sonst funktioniert nicht. Habt ihr Clash of Clans gar nicht runtergeladen? Klickt auch auf den Link, dann kommt ihr nämlich in den Store und könnt kostenlos Clash of Clans herunterladen. Würde ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Wenn ihr das dann gemacht habt, also wenn ihr es euch heruntergeladen habt, dann verknüpft ihr eure Supercell-ID. Easy, da kriegt ihr, glaube ich, sogar auch was geschenkt. Und dann klickt ihr nochmal auf den Link, damit ihr dann dem Team nochmal offiziell beitreten könnt, okay? Wichtig, genau die Reihenfolge, anders funktioniert es nicht. Und ich hoffe auf euch, Leute, der wirklich, es wäre nichts für mich, ich gewinne ja nichts, ich schenke das Ding ja Elina. Aber wie geil wäre es bitte, wenn wir Elina zu Weihnachten einen Tesla schenken könnten, Leute. Seid mir ehrlich, das wäre so ein 10 von 10 YouTube-Erlebnis, es wäre so geil, Alter. Ich hoffe wirklich, dass viele von euch mitmachen. Alle, wir brauchen wirklich jede, das Video werden vielleicht 200.000 Menschen sehen, schätze ich jetzt mal. Vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Wenn da alle an einem Strang ziehen für Elina, das wäre so cool, Alter. Natürlich nicht jeder wird mitmachen, ist klar. Aber wenn ihr ein Handy habt, wenn ihr ein Tablet habt, übrigens könnt ihr jetzt Clash of Clans auch kostenlos auf dem PC spielen. Mache ich hier gerade. Ich zocke auf dem PC, gibt es jetzt kostenlos. Easy. Mit der offiziellen Google Play Spiele App könnt ihr jetzt nämlich neuerdings da auch Handy-Games am PC zocken. Nicht alle, aber die, das unterstützt werden. So zocke ich das hier gerade. Da kann ich auch so cool rauszoomen. Ich kann auch hier mit dem Maus. Deswegen seht ihr auch gerade einen Mauszeiger halt, ne, weil ich hier halt so gut am Zocken bin. So. Wir müssen Gold verdienen. Gold, 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 Gold. Es dreht sich alles um Gold die nächsten Wochen. Wichtig. Wir bauen das mal kurz fertig. Und das mal kurz fertig. Ich würde sagen, wir haben jetzt jedes Gebäude. Ne, die Mauern brauchen wir noch. Ja, ich bräuchte erstmal ein bisschen Gold. Ne, ein bisschen Gold. Wir brauchen erstmal auch ein bisschen Einheiten. Ein bisschen Einheiten. Warte mal so, wir stellen mal ein paar Einheiten her. Oh, da haben wir jetzt Big. Ich war immer ein Fan von denen hier, tatsächlich. Wir machen mal 10 von denen. Die sind wichtig für Mauern. Das sind Mauersprenger. Also, die heißt nicht so, aber die sind da. Riesen, auch Big, Big, Big. Und dann vielleicht Rest machen wir Bogies, oder? So. Und die ballern wir direkt raus und gehen nochmal in den Angriff. Training wäre eigentlich wichtig. Da kriegen wir 100.000. Das wäre anders wichtig für die Challenge. Rein da. Okay, was ist Training? Okay, Training haben wir eine vorgegebene Armeekraft und wir müssen, also das ist quasi, da können wir testen, wie gut wir im Kampf sind, okay? Okay, das Spiel will ich, dass ich hier mal ein Dings mache. Ah, okay, das Spiel gibt jetzt alles vor, okay, das ist quasi das Tutorial-Level noch. Okay, die sprengen die Mauern, haben die falschen gesprengt, ist super. Jetzt 12 Riesen hier spammen. Alle rein. Und das sind Goblins, die attackieren direkt die Speicher. Die machen quasi so gesehen jetzt keine Gebäude kaputt, sondern die greifen direkt nur Sachen an, wo es Ressourcen zu holen gibt. Wie? Boah, das sieht auch, ich weiß gar nicht. Okay, wir haben eine Menge Riesen noch. Auf jeden Fall erstmal den Minenwerfer wegmachen. Der macht nämlich hier am meisten Babaschaden. Okay, sehr gut. Ja. Ich bin, wie gesagt, ein blutiger Anfänger. Ich gebe mein Bestes, dass wir hier wirklich das... Ey, wenn wir das gewinnen, Leute. Ich weiß, ich habe es zehnmal gesagt, aber es wäre so, so cool, Alter, wenn wir das gewinnen. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus, weil es gibt keine Zeitbegrenzung. Wir haben alle Verteidigungsmechanismen ausgeschalten. Außer es gibt jetzt vielleicht noch versteckte Sprungfedern oder Bomben oder so. Aber sehe ich jetzt, also wüsste ich jetzt nicht wo. Das heißt, wir werden auf jeden Fall 100% schaffen. Das heißt, wir kriegen 100.000 Gold, haben wir ja auch schon, und 100.000 Elixier. Oh, jetzt haben wir hier eine Belohnung, 10 Juwelen. Hier kriegen wir gleich nochmal 100.000 Gold, wenn wir mehr Quests geschafft haben. Okay, da müssen wir verschiedene Sachen doch bauen. Aber den ganzen Atzen bauen hier auch gar nicht. Hier Goldmine, die kostet ja nichts, ey. Zack, die bauen wir, dann bauen wir, hier, das wird mir empfohlen, Elixiersammler bauen wir. Da ist mein Geld fast auch schon wieder alle, ey. Elixiersammler bauen wir. Kanone upgraden mal. Wir müssen gleich auch mal ein neues Layout uns holen. Bogenschützenturm bauen aus. So, jetzt sind alle 5 beschäftigt. Super. Dann wollte ich hier noch gucken. Training. Genau. Das haben wir geschafft. 3 von 3 Sternen. Jetzt wird es das hier geben. Mit 27 Ballons. Rathaus 5. Das Hammer. Meint ihr, wir schaffen das? Okay, das ist auch wieder so ein bisschen Tutorial-mäßig. Hier soll ich 12. So. Und jetzt hier nochmal 5 und hier nochmal 5. Okay, von 2 Seiten. Wir haben auch noch 4 weitere. Wo soll ich die jetzt platzieren? Jetzt sehe ich die selbst. Nee, okay. Das. Ja, jetzt soll ich hier. Okay. Ja, von allen Seiten die Ballons, ey. 125.000 nochmal. Ey, die Million ist ja easy. Ey, wenn wir so weitermachen, schaffen wir vielleicht sogar 10 Millionen in der Folge. Passt mal auf, ey. Geil. 3 von 3 Sternen. So, für die nächste nochmal für 150.000 weitere Münzen brauchen wir aber Rathaus 6. Wollen wir, bevor wir unser Base-Layout upgraden, einfach direkt aufs... Nee, das muss ich denn da machen. Hinweis, Baufunktion ist nicht so okay. Okay, wir brauchen die Mauer noch. Stimmt, die habe ich ja ganz vergessen. Ah ja, weil uns Geld gefehlt hat. Stimmt. Okay, warte, dann skippen wir mal hier ein was. Zack. Und jetzt möchte ich gern die Mauern bauen. Wo haben wir die? Hier, Mauern. So, zack.
Die spammen wir einfach hier hin. Das wird dann eh mit dem Layout geändert. Oh Gott, ich habe hier auch zu viel im Weg stehen. Oh Gott, das ist eine wilde Mauer auf jeden Fall. Die müssen wir aber definitiv alle mal upgraden. So, dann machen wir das gleiche hier. Ich meine, Mauern sind tatsächlich gar nicht so wichtig. Also normalerweise schon natürlich, aber für unsere Challenge. Weil wir müssen ja einfach nur Gold verdienen. Das heißt, wir sind eher so Team angreifen und weniger Team verteidigen, oder? Ich muss auf jeden Fall mal die Sachen hier entfernen. Die werden sonst, glaube ich, gut rumnerven, ne? So, okay, das holen wir das. Wir könnten mal einen Angriff machen. Wir haben ja volle Truppen. Wir machen mal einen Spielerangriff. Wir greifen jetzt mal einen Spieler. Da geht mein Schild zwar weg, aber ist egal. Also 3 Stunden gehen weg. Wir haben noch 2 Tage. Na, das passt schon. Wir greifen jetzt mal einen menschlichen Spieler an. Let's go! Was hat er denn für eine Base, Bruder? Die ist ja anders wild. Okay, was hat er für Verteidigung? Hier hat er Fett, hier ist Luftverteidigung. Magierturm, hier hat er Dickverteidigung. Hier ein bisschen. Okay, da würde ich sagen, machen wir... Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh Gott, das ist ein bisschen... So, so. Dann machen wir hier. Na, Mauern gibt es ja sozusagen nicht, ne? So. Ja, die brauchen wir nicht. Es gibt ja sozusagen keine Mauern. Sieht das gut aus? Wir haben schon mal 1 Stern. Wir haben hier sehr viele Ballons noch. Der kriegt leider den Magierturm... Na doch, vielleicht mit der Bombe... Ne. Okay, na gut, das wären... Das wären halt nicht mal 2 Sterne, wenn ich Pech habe, oder? Aber dann greift der Magier. Ich könnte halt die jetzt noch machen. Aber die greifen wirklich only. Ja, gar nichts. Doch, die machen Schaden auf dem. Weil das so in der... Ey, das, weil da keine Mauern mehr sind. Oh. Alter, warum ist der so stark? Warum sind meine Truppen so schwach? Ich war übel schlecht irgendwie. Ich war ein richtiger Vollversager. Also ich habe ein bisschen verdient, okay, aber... Und wir haben immer... Wir haben nicht mal 1 Stern. Das ist eine Niederlage bis jetzt. Bitte 1 Stern. 25%. Ja, ja, doch, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir, oder? Wie viel Prozent brauche ich für einen Stern, Leute? Ich weiß das gar nicht. Na gut, aber die Bogenschützen hier sind big, ne? Die nerven halt krass rum. 29. Oh, oh. Die sitzt. 34. Krieg einfach keinen Stern. Er hat halt nur noch 2... Nee, er hat hier auch noch eine Kanone. Kanone, Werfer, Magierturm. Ich glaube, man muss 50% wegschallern für ein Dings, ne? Den zweiten gibt's... Nein. Den zweiten gibt es dann beim Rathaus und den dritten gibt es, wenn man alles hat. Das sieht schlecht aus mit 50%, muss ich euch ehrlich sagen. 49! Und das Ding schaffen die nicht mehr in der Zeit. Ich bräuchte so 10 Sekunden mehr oder so, ne? Oder 15 Sekunden. Ich bin so gebrochen, Alter. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Das wären dann 2 Sterne gewesen! Egal. 0 Trophäen, ey. Mann. Ey, wir haben das freigeschaltet. Bupp. Ja, viel Gold hat uns das jetzt tatsächlich nicht gebracht, ne. Wir müssen, glaube ich, mal in die... Hier, wir müssen mal ein paar Upgrades erforschen. Hier, der Riese braucht definitiv mal ein Upgrade, Alter. Zack. Ob die ein Upgrade brauchen, bin ich mir jetzt unsicher. Ich glaube, ehrlich gesagt, Ballons sind es irgendwie nicht, oder? Wir haben halt die alle schon geupgradet. Ich glaube, das ist dann tatsächlich besser. So, lass mal ausbilden, genau. Wir brauchen 5 Riesen. Wir brauchen 25 Bogies. Dann nochmal 25 Barbaros. Und dann hier für die Mauern brauchen wir nochmal 10. Aber hier, die machen wahrscheinlich auch Sinn, oder? Irgendwie so, irgendwie so. Zauberbranche, das muss ich auch noch machen. Ja, machen wir mal einen Zauber ready und direkt noch einen Zauber. So. Wir haben einen, der bauen kann. Der baut mal den Elixiersammler. Upgrade rein da. So. Und jetzt können wir eigentlich direkt schon den nächsten Angriff machen. Aber vielleicht ist doch Einzelspieler erstmal... Nee, ich will Menschen... Na, warte, nee, wir müssen warten, bis das alles fertig gebaut hat. Wartet mal. Wir haben das Labor mal geupgradet, weil jetzt kann ich nochmal alle auf Stufe 3 scheppern. Und das ist natürlich... Ah, nee, den Riesen nicht, aber die beiden zumindest. Und ich glaube, das ist nochmal sehr, sehr, sehr OP. So, wir können aber gerade das Rathaus nicht upgraden, weil mir fehlt irgendwie... Ah, empfohlene Verbesserung. 3-mal Armeelager. Lass uns das mal ganz kurz angucken. Das ist Stufe 4. Das ist Stufe 3. So, das kann ich hier schon mal machen. Habe ich noch einen? Ah ja, hier oben, ne? Ah ja, der hier ist Quatsch. Rathaus Stufe 6. Wir nähern uns der Million, Leute. So, wir haben hier auf jeden Fall... Oh, ja, ja, big, 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 haben wir da. Nein, uns fehlt eine Aufgabe noch. Was muss man denn machen? Was ist das hier? Tritt einem Clan bei. Okay, was ist das hier? Ah, zerstöre Gebäude. Okay, was ist das hier? Verdiene 7 Sterne Multiplayer kämpfen. Okay, das ist hier so Dinger wegmachen. Entferne 10 Hindernisse. Na, das könnten wir jetzt eigentlich mal machen. 10 Hindernisse entfernen ist ja easy, oder?
Das müssen wir sowieso noch machen. Hier und hier. Ich muss erstmal ein bisschen Gold verdienen. Ich bin viel zu broke. Ich habe 0,0. Wartet mal. Meine Armee sieht relativ fertig aus, oder? 74, weil da müssen wir noch mehr herstellen. Ja, die stellen hier kräftig her, ey. So. Jetzt haben wir eine Überarmee. Wir wollen noch mal einen Multiplayer-Kampf, oder? Meint ihr das? Oder meint ihr, na, Einzelspiel oder Training? Wir haben weiteres Training freigeschaltet. Lass lieber das machen. Da verdienen wir ja viel mehr. Wir wollen aber mal selbst. Wir wollen ohne Anleitung mal. So. Okay, am Anfang würde er hier platzieren. Das habe ich mir jetzt schon gemerkt. Ich denke irgendwie 1, 2, 3, 4, 5. Und dann welche, die wegmachen. Dann hier. Dann hier als Support. Hier. Und dann irgendwie hier so einmal außen rum mag ich immer, damit wir alles und dann hier wirklich ballern. Und dann hier irgendwie, dass die geheilt werden. So. Und hier dann richtig schön reinspammen, damit die alle die Heilung abkriegen. So, nice, nice, nice. Das sieht gut aus. Jetzt habe ich keine mehr, die Wände. Ich habe die zu viel gespammt am Anfang, glaube ich, ne? Aber die werden alle gegengeheilt. Das ist 1A. Aber die Heilung ist weg. Heilung wieder. Ja, big, big, big. Ich hätte sie ein bisschen weiter in die Richtung machen sollen. Aber egal, das sieht gut aus. Die Magier machen hier. Ah, hier außen sind alle tot, verdammt. Wir haben 50% gleich. Und das Rathaus kriegen wir safe auch. Aber ab jetzt haben wir keine Heilung mehr. Das heißt, die werden anders kaputt gescheppert, glaube ich jetzt. Aber die haben nur noch 3 Angriffsteile, ne? Oh, ein Angriff. Also das hier noch. Aber das ist Anti-Luft. Die haben nur noch das hier. Wie viel sind denn das hier? Wie viele Riesen? 3? Da sind das mehr. Das sieht gut aus. Wir schaffen es auch ohne Anleitung 100%. So ein Ding. Wir sind halt schon Clown-Experte, ne? Ich glaube, Magier sind sehr stark. Oder? Das ist eine Übereinheit, Alter. Die machen so viel Schaden. Okay, gut Geld verdient, ey. Es geht voran mit Team Trees und aber auch mit Team Benson, Leute. Sehr schön. So, geil, 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 geil. Okay, was haben wir denn für neue Gegenstände? Das ist jetzt erstmal wichtig. Wir haben auf jeden Fall eine neue Goldmine. Platzieren wir einfach mal hier vorübergehend. So, zack. Also ich mache mal alles fertig hier, damit wir das hier ein bisschen... So. Was arbeiten denn die anderen drei? Ah, hier, der eine arbeitet hier. Einer hier. Was haben wir noch neu? Ein Elixiersammler natürlich. Platzieren wir einfach hier. Wir haben außerdem neu eine Sprungfalle. 2 Sprungfallen. Was haben wir hier noch im Angebot? Magierturm. Big. Den hatte der andere halt schon, ne? Also hier, den hatten wir so dem ja auch Level 1 hatte. Was haben wir? 2. So. Was haben wir noch neu? Eine Riesenbombe. Yep. Dann haben wir neu einen Minenwerfer. Yep. Ja, unsere Verteidigung wird schon. Passt mal auf. Oh, jetzt wird's teuer. Haben wir noch genug Gold? Ah, okay, die kostet 50. Es könnte sich ausgehen, aber fürs Upgrade auf jeden Fall nicht mehr. Okay, jetzt haben wir alle. Aber die Upgraden ist zu teuer. Ja, uiuiui, viel zu teuer. Da müssen wir gleich nochmal in den Angriffsmodus gehen. So, was haben wir noch? Mauer müssen wir noch machen. Luftfeger. Das ist dieses Teil. Ja. Und ein Luftabwehr. Haben wir jetzt alle neuen Sachen oder fehlen uns noch was? Ne, wir haben alles neue. Wir haben auch alle Mauern. Okay, wir müssen jetzt irgendwie an Geld wiederkommen. Ja, 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 ja. Ja, 100.000. Genau das, was wir gebraucht haben. Bam. Jetzt upgraden wir alles mal. Ich weiß, meine Mauern sind ein bisschen zurück. Das ist immer so. Das macht man immer nicht, das weiß ich. Die Mauern nicht maxen, bevor man ins Rathaus reingeht, ist so ein typisches Noob-Ding. Ich weiß das. Aber Leute, da müssen wir jetzt zusammen durch. So, wir greifen mal an. Multiplayer jetzt. Let's go. Wir finden, ich hoffe, wir plätten da einen Gegner jetzt. Okay, das sieht ja eigentlich gar nicht so gefährlich aus, ne? Der hat hier was, okay, der hat da was, der hat da was, da was. Hier ein bisschen was und dann ansonsten okay. Das sieht ja easy aus, was machen wir doch. Hier mache ich einfach einen Riesen, der hittet das. Hier mache ich einen Riesen, hier mache ich einen Riesen. Als Support mache ich einfach ein bisschen Bogies. Das Ganze hier, so. Da machen wir hier, so, und hier auf dieser Atzen hier, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Dann natürlich hier ein Blitz auf diese ganze Geschichte. Bam. Easy. Das hat irgendwie überlebt. Schade. Wir brauchen nichts gegen Mauern. Es gibt keine Mauern hier. Also die Mauern sind anders wild platziert hier. Ich weiß nicht, dass das für Base Design ist. Ja. Das wird ein 100er, Leute. Und zwar easy. Alter, wir haben nicht mal die Hälfte der Armee gebraucht. Geil. Okay, da oben jetzt noch die Goldmine. Und hier die Clanburg. Und dann sind wir da durchgefetzt. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, wie Geld ich jetzt verdient habe. Ihr seht das ja, aber ich sehe das gar nicht. Das ist ein bisschen... Jetzt hier nochmal. Bumm. Meine alte Base. Bub. Bub. Aktivieren. Meine neue Base. Haha. Geil. Aber wartet mal, das muss man natürlich noch ein bisschen umlegen. Das war hier erstmal so noch als Improvisation. So, das sieht doch 1A geil aus. Meine Festung, ey. Okay, die Mauer...
Das ist ja auch wild hier. Die Mauern sind relativ schwach. Ist klar. Die upgraden wir mal. So. Aber... Warte, ich wollte ja den Clan noch machen. Wo ist denn jetzt die Clanburg? Hier. Es tut mir sehr leid für die Leute, die noch in dem alten Clan sind. Aber ich habe halt keinen Zugriff mehr auf den Account. Ich habe das selbst verkackt. Wir nennen den Clan jetzt Tesla für Elina. Nee, es geht ja für Charity. Es geht ja nicht um den Tesla. Es geht ja für Charity. Aber es geht auch schon um den Tesla. Ich würde das Ding wirklich sehr gern Tesla für Elina nennen. Ne? Aber es ist halt, im Vordergrund steht ja nicht der Tesla, sondern natürlich die 100.000 Dollar, die gespendet werden für Team Trees und Team Seas. Je nachdem, wer wie viel Gold sammelt, prozentual abgerechnet. Der eine dann vielleicht 60, der andere 40 oder 70, 30 oder 20, 80 oder 50, 50 bei Odin, wer weiß. Deswegen will ich das jetzt nicht Tesla für Elina nennen. Wir nennen es einfach Team Elina. Das ist doch auch eine gute Message, oder? Wir rocken das Ding für Elina. Wir brauchen ein Logo. Rot natürlich. Wie soll es auch anders sein? Oh, das ist rot in rot. Big. Wir wollen offen für alle. Kriegshäufigkeit ist hier zweimal die Woche. Ja, immer. Wir machen immer Krieg. Zack, zack, zack. Na, wir wollen halt schon bigge Player. Also wir wollen Leute, die viel an... Na, wobei viele Trophäen... Wir wollen halt Leute, die viel Gold machen. Und viel Gold machst du mit einem hohen Rathaus, oder? Was ist denn das höchste Rathaus? 15, ne? Ja, wir wollen schon mindestens Rathaus 13 haben, sag ich, wie es ist. Und wir wollen hier auch wirklich eine, zumindest so eine Mini-Baba. Aber die könnten halt auch Rathaus gerusht sein. Aber darum kümmert sich dann der Clan-Leader. Der wird die dann alle rauskicken. Rathaus 13 passt schon. So, oder Rathaus 14? Rathaus 13? Nee, so. Clan-Region, durchsuchen wir. Da wollen wir natürlich Mont Deutschland. Ja, das passt alles. Wir sind hier... Wir machen Ressourcen sammeln. Das ist unsere Gold sammeln. Spenden machen wir auch. Wir spenden nämlich. Und wir sind auch der Underdog. So ein Ding nämlich. Geil. 40.000 Münzen. Habe ich die? Ja, oh, zum Glück. So, wir haben den Clan erstellt, Leute. Ihr könnt beitreten. Ich bin sehr gespannt auf eure Teilnahme. Und wir haben hier nochmal die 250.000 als Belohnung. Die töten wir uns auch nochmal kräftig ein. Wir können außerdem auch noch, denke ich, hier ein bisschen was... Ja, 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 den Magier. Mit dem will ich auf jeden Fall auch nochmal kämpfen. Und auf jeden Fall den auch ein Update schalallern. Und wir wollen hier definitiv... Ich glaube, ich habe gar keinen Platz mehr. Kann das sein? Doch! Ja, 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 ja. Alles voll mit Magier. So ein Ding. Zack. Geil. Jetzt haben wir Magier im Team. Da kommen sie angelaufen und wir fighten jetzt nochmal online. Okay. Das ist ja eine bodenlose Fest. Die ist irgendwie voll ähnlich zu der davor, ne? Ist das irgendwie so ein typisches Layout? Okay. Wir haben keine Riesen. Das heißt, wir müssen mit Barbaren hier erstmal vorlieb nehmen. Gibt's hier irgendwie... Okay, na, der hat... Dann mach ich die hier. Dann hier die Magier für Damage, ist klar. Dann die hier wirklich einmal ringsherum, bisschen nerven. Die Bogenschützen hier, die auch gerne bei Zamba maken. Dann hier die Atzen noch, dann hier. Vielleicht ein Blitz irgendwie hier in die Mitte scheppern. Zack. Wir können alles spammen, Leute. Wir gehen all in. Nice. Auch nochmal dick verdient hier. Das hat 1A geklappt. Ey, Magier sind geil, Alter. Guckt es euch an. Feuermagier. OP. 100% easy eingetütet. Und ich glaube, ich kriege jetzt sogar einen Bonus. Denn ich habe jetzt... Warte, lass mich mal ganz kurz gucken. So, wir haben jetzt 3 Sterne geholt. Bob. Und es gibt, glaube ich, da... Ja, 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 hier Sternebonus, weil ich 5 Sterne geholt habe. 200.000 nochmal auf die Tash, Alter. Schmeckt. Schmeckt. Und wir können anfragen. Ich frage mal Einheiten an. Ich meine, ich bin der Einzige in meinem Clan, aber... Wir machen es trotzdem mal. Oh, Saisonbelohnung eingesammelt. Hä? 1,4 Millionen. Na, damit haben wir auf jeden Fall die Millionen geknackt, Leute. Schmeckt, ey. Geil. Was haben wir hier jetzt? Hey, Häuptling, ich dachte, wir wären noch was anderes. Oh, ist das der die November-Season ist da? Aber jetzt gibt es jeden Monat neue Herausforderungen und Belohnung. Was ist für neue Belohnung? Vorteile? Okay. Okay, 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 ja. Machen wir. Vorteile? Bauarbeiter, Schub. Oh, das ist geil. Okay, es gibt einen Goldpass. Den holen wir uns definitiv. Das ist klar die Kloßbrühe. Es gibt hier Belohnung. Okay, es ist quasi nochmal so ein neuer Belohnungs-Heldenskin. Okay. Warte mal, jetzt können wir doch, glaube ich... Was ist das denn hier? Ich habe einen zusätzlichen Bauarbeiter. Das ist ja krass. Weil wir können jetzt, glaube ich, nämlich unseren Barbarenkönig bauen. Genau. Geil. Alter, das ist der geilste, wirklich. Oh, verbessere. Also ich brauche erstmal dunkles Elixier. Verdammt. Jetzt haben wir ihn, den Barbarenkönig. Und hier können wir Skin wechseln. Falls wir... Hier kannst du halt andere Skins freischalten, ne? Das ist das, was ich gerade erzählt habe. Der ist geil. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Ihr könnt etwas spenden, einfach nur, indem ihr Gold in Clash of Clans sammelt. Easy. Und wir können Elina ein schönes Weihnachtsgeschenk machen. Win, win, da gewinnen alle. Wir sind Team Trees. Das heißt, bei uns sammeln wir für
das Pflanzen von Bäumen. Jeder Dollar ist ein Baum. Sehr, sehr geile Aktion. Ich werde euch die Charity-Organisation in der Beschreibung verlinken. Ich werde euch natürlich Clash of Clans in der Beschreibung verlinken. Ich werde euch hier auch nochmal den QR-Code anzeigen. Da könnt ihr es kostenlos herunterladen. Nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil es wichtig ist, damit ihr auch Gold für unser Team sammelt. Schritt Nummer 1. Ihr klickt auf den Link oder scannt den QR-Code. Wenn ihr bereits Clash of Clans installiert habt und auch eure Supercell-ID verknüpft habt, dann war es das, dann müsst ihr nichts machen. Anderenfalls müsst ihr euch dann erstmal Clash of Clans herunterladen. Ihr werdet auch einfach auf den Link, da kommt ihr einfach in den Android Store oder Apple Store, wie auch immer. Dort könnt ihr dann eure Supercell-ID verknüpfen in Clash of Clans. Und wenn ihr das gemacht habt, geht ihr nochmal zurück und klickt nochmal auf den Link. Bumm! Und dann haben wir das Ganze eingetütet. Ich hoffe sehr, euch hat die Episode gefallen. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Mich würde sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Clash of Clans Video. Euer Benson. Ciao.